Hallo zusammen, eine neue Ausgabe von Filme und diesmal geht's um Trash-Filme. Filme, die eigentlich richtig schlecht gedreht worden sind, aber einen gewissen Kultstatus erreicht haben. Ich habe 4 zur Auswahl gestellt und ich hoffe, euch gefällt die Auswahl. Falls euch noch irgendwelche Filme einfallen, einfach damit in die Kommentare. Es gibt tausende von Trash-Filmen, ich weiß. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. Am Ende des Videos werden wir unsere Verlosung starten. In der Rubrik Kriegsfilme, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, hatte ich hier ein Gewinnspiel gestartet. Und das wird am Anschluss ausgelost. Den ersten Film, den ich euch vorstellen möchte, ist Sharknado. Heutzutage ist es ganz einfach. Wer Tiere und Trash-Filme verbinden will, der muss sich einfach nur einen Film raussuchen, in dem irgendein Tier mit irgendwas anderem verbunden wird. Oder zwei Tiere miteinander. Whale Wolf, Sharknado, Sharktopus und mein Favorit ist Zombieber. Aber heute geht's um den tierischen Trash-Film ever. Und zwar Sharknado. Der Titel verrät eigentlich schon den Inhalt. Der Cast ist ziemlich bescheiden. Die Tussi aus American Pie ist dabei. Die Blonde, glaube ich. Dann einer aus Beverly Hills 90210. Und der Vater von Kevin allein zu Haus. Ja. Die Special Effects in dem Film, die ähneln eher einer gut gemachten PowerPoint-Präsentation. Trotzdem hat der Film einiges an Kultstatus erlangt. Mittlerweile wirbeln die Haie im Tornado im 6. Teil über die Bildschirme und ja, momentan ist er bei Amazon Prime kostenlos drin. Könnt ihr euch mal angucken. Ich würde es euch aber nicht empfehlen. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Teil. Kurz umschrieben, Haie sammeln sich vor der Küste Beverly Hills. Es entsteht ein Sturm, der saugt die Haie aus dem Wasser in den Tornado und die müssen dann bekämpft werden. Das ist der Grundpfeiler der Geschichte und ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich habe ihn zwar gesehen, aber das ist einfach der Inhalt. Den zweiten Film, den ich heute rausgesucht habe, ist Plan 9 from Outer Space von 1959. Der gilt als schlechtester Film aller Zeiten und gehört auf jeden Fall in die Liste der Trash-Movies. Interessant dazu zu sagen ist es, dass der Regisseur Ed Woods, hier ist der gute Mann, mit wenig Talent und trotzdem immer wieder mit Geldmitteln geschafft hat, mehrere schlechte Filme zu drehen. Plan 9 from Outer Space ist aber gewählt der schlechteste Film aller Zeiten und gehört auf jeden Fall mit ins Ranking. Ganz interessant, das Leben von Ed Woods wurde 1994 verfilmt und die Hauptrolle übernahm Johnny Depp. Das ist ein Film, den man sich wirklich mal anschauen kann. Vor allen Dingen erfährt man auch, dass der gute Ed Woods gern Frauenkleider getragen hat. Sogar im Zweiten Weltkrieg, als er gedient hat, hat er unter seiner Uniform immer Spitzenhöschen und BH getragen. Inhalt des Films: irgendein Wahrsager behauptet, Kontakt mit Außerirdischen aufgenommen zu haben. Diese Außerirdischen befürchten, dass die Menschheit den Planeten oder das Weltall auslöschen möchte. Und die Menschheit bzw. die Regierung ignoriert das bzw. leugnet das. Und daraufhin schicken die Außerirdischen einen kleinen Gruß, indem sie die Toten wieder auferstehen lassen auf der Menschheit. Der Film ist für 1959er Verhältnisse schon ziemlich trashig gedreht. Und ja, mehr kann man dazu auch wieder nicht sagen. Plan 9 from Outer Space ist auf verschiedenen Plattformen kostenlos anzugucken. Verpasst's euch. Der Regisseur Ed Woods hat eine größere Fangemeinde, ein Kult sozusagen und ja, ein schrecklich schöner Film. Viel Spaß dabei. Der dritte Film im Ranking ist Brain Dead. Auch größere Regisseure haben irgendwann mal klein angefangen. Der Film stammt aus den Federn von Peter Jackson, der ja unter anderem die Herr der Ringe Trilogie, der Hobbit oder King Kong gedreht hat.
Bevor er das gemacht hat, hat er einige trashige Filme gedreht. Ich wusste nicht, welchen ich nehmen soll. Ich habe mich für Braindead entschieden. Inhalt des Films ist ganz einfach. Irgendwo auf der Welt wird ein rattenähnliches Mutantenwesen gefunden, wird natürlich dann gefangen genommen und in den Zoo gebracht. Infiziert andere Leute und ein kleines Muttersöhnchen lässt sich auf ein Mädel ein, das dann ein Baby gebärt, halb Mensch, halb Ratte. Das sieht ungefähr so aus. Ja. Peter Jackson hat unter anderem auch Meet the Feebles gedreht. Das ist eine Muppet-Show für Arsche, die ziemlich unter die Haut geht, und Bad Taste, wo es um Außerirdische geht. Aber Braindead ist mit Abstand wirklich der freakigste Film. Ist zwar ultra witzig, aber auch sehr, sehr trashig. Deswegen muss der unbedingt mit in die Liste. Aber wir können ihn auf jeden Fall mal angucken. Er war ziemlich lange auf dem Index, sogar verboten. Es sind ein paar Szenen dabei, wo man sagt, okay, muss nicht sein. Mittlerweile ist er, glaube ich, runter und FSK 16, uncut. Ja, so ändert sich halt die Auffassung von Brutalität in Filmen. Braindead. So, und jetzt zum Schluss noch ein Film. Und zwar verlassen wir den englischsprachigen Raum und gehen nach Deutschland. Nach Bayern besser gesagt. Machen einen großen Bogen um die Helge Schneider Filme, die ja bekanntlicherweise alle einen Trash-Status erhalten haben. Und gehen zu Xaver und sein außerirdischer Freund. Ja, ein bayerischer Film in bayerischer Mundart. Die DVD gibt's auf Bayerisch und auf Hochdeutsch übersetzt, für alle nicht der bayerischen Sprache mächtig sind. Und Grundpfeiler der Story, einfach ganz banal. Der Dorftrottel Xaver soll die örtliche Diskothek angezündet haben und flieht mit seinem Mofa in den Wald. Dort trifft er auf den Außerirdischen, hier schön zu sehen mit seinem UFO im Hintergrund. Die beiden freunden sich an. Der Außerirdische wird ab sofort immer Läusel genannt, hat einen massiven Bierdurst und will einfach nur, dass seine Maschine wieder funktioniert. Und ja, Xaver hilft ihm dabei. In dem Film werden alle bayerischen Klischees erfüllt. Und ja, was soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall auch ein Film, der für mich mit in die Liste muss. Das war's dann auch schon wieder mit meiner Top 4 Trash-Filme. Vielleicht schaut sich der eine oder andere ja doch mal einen an. Ich weiß, es gibt ultra viele Filme. Einer trashiger als der andere, aber die Top 4 meines Erachtens nach sind diese vier Filme. Vor allem der bayerische Film, da ich hier aus dem Freistaat bin, muss natürlich mit rein. Das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und jetzt geht's noch um das Preisausschreiben bzw. um das Gewinnspiel. Das losen wir jetzt aus. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da oder einen Daumen oder keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dustin BT. So, liebe Leute, jetzt, wie angekündigt, noch die Auslosung unseres Gewinnspiels. Ich hatte ja in dem Kriegsfilmthema ein Gewinnspiel eingebaut, wo man die DVD von Das Boot gewinnen kann. Und das werden wir jetzt auf den Zufallsgenerator entscheiden lassen, wer das gute Stück denn gewonnen hat. Dann fügen wir hier mal den Link ein, doppelte Kommentare raus und dann als Hashtag Boot. 7 Teilnehmer. Finde ich richtig geil, dass 7 Teilnehmer mitgemacht haben beim ersten Gewinnspiel. Und dann starten wir mal den Zufallsgenerator. Oh, und es hat gewonnen Müritz Mike. Herzlichen Glückwunsch. Ja, einfach bei Instagram oder Facebook mich anschreiben und ja, dann bekommst du das Teil zugeschickt. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Und für alle anderen, bis zum nächsten Mal. Das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Macht's gut.